Die Bibel warnt davor, wer das tut, steht unter Gottes Fluch. Gott kann diese Menschen nicht beschützen oder segnen. Vorsicht vor Okkultismus, sucht die Wahrheit in der Bibel. Ach, Herr Jemine. So Leute, unterwegs zu Location Nummer 2 hier auf dem Ost-Vlog, auf der Ost-Tour. Bin gerade eben im Auto schon vorbeifahren, da steht eine Oma davor, die mir zugewunken hat. Finde ich ja nett, muss ich sagen, aber für so einen Lost Place Besuch schon so ein bisschen creepy, zumal es sich da um ein ehemaliges Krematorium handelt, Leute. Also mehr Ironie geht jetzt nicht. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht hier an der Oma vorbei. Ach, Leute. Natürlich, man erkennt das Bundesland. Brandenburg, Leute. Unverkennbar. Also das hätte ich auch noch nie erlebt. Hier vorne ist die Location schon. Da steht einfach betreten auf eigene Gefahr. Nicht mal verboten oder so. Die Tür steht schon offen. Hä? Ich dachte, hier so ein Museum ist nachher am Ende. Lassen wir uns mal überraschen hier. Also von dieser typischen Bepflanzung hier so links und rechts auch, musste hier irgendwie mal vom Krematorium irgendwie so ein Friedhof gewesen sein. Also Grabsteine sieht man jetzt keine, muss ich sagen, aber oh, sieht schon ein bisschen creepy aus, wie das Ding hier steht, ey. Und vor allem die Oma da auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Leute, ey. Hilfe. Hier steht halt alles offen, ne? Hier ist schon ein Schild. Da ist das mal sehr erbaulich. Die Bibel warnt davor. Wer das tut, steht unter Gottes Fluch. Gott kann diese Menschen nicht beschützen oder segnen. Vorsicht vor Okkultismus. Sucht die Wahrheit in der Bibel. Ach, Herr Jemine. Kreisen schon die Störche über dem Krematorium. Eieiei, Leute, das ist ja schon bildhafte Sprache des Todes hier. Mal hier ein Lunzen. So, hier ist also auch schon das Highlight, Leute. Ich zeige euch das noch nicht. Natürlich gehen wir hier nachher noch rein hier in diesen tollen Raum. Ich zeige es euch jetzt noch nicht. So, auf jeden Fall ist hier irgendwie ein Wohnhaus dran. Hallo? Weil hier irgendwie dieser Bestatter wohl auch hier wohnt haben soll. Aber ich glaube, hier wohnt hatte er oben. Oh Leute, hier die. Sieht man schon, die Treppe schon kurz vorm Einstürzen. Ich würde mich mal hier schön am Geländer festhangeln. Holy shit, ey. Lebensmüde des Todes wieder hier. Schritt hier überlegt sein. Okay. Also die Wohnung ist hier nicht das Spannende, Leute. Safe. Das Spannende kommt noch. Da ist ein alter Ofen. Hier irgendeine Dachkammer hier mit Waschbecken. Naja, müssen wir schon mal safe irgendwelche Okkultisten hier schlafen oder so. Meine Fresse. Ich lasse jetzt hier einfach mitlaufen, Leute. Ich war hier noch nie drin. Hier ist nichts. Hier ist scripted, also wenn jetzt... Ach du Scheiße, wie creepy ist das denn hier? Nein! Ey, schön arrangiert, muss ich sagen. Es hat einfach ein Tisch mit Geschirr drin. Hier so ein Korb. Und Leute, hier sitzt einfach der Teddybär hier einfach mal rum.
So, und hier, Leute. Ja, ich werde mal hier irgendwie die Lampe gleich anmachen. Hier liegen noch Füße von Särgen rum, ey. Holy shit. Also vieles hier halt nicht mehr drin. Zumindest hier bei dem Wohnhaus nicht. Aber darum geht es auch ja nicht, Leute. Sondern hier hat der liebe Bestatter gewohnt. Und natürlich gibt es hier auch irgendwelche Bestatterutensilien. Oh, Leute, dieses Bett hier. Alter. Hier liegt der Hausschuh noch. Von Herrn von und zu. Ey, Leute, ich guck hier wie auf Eiern, ne? Heilige Mutter Gottes, ey. Hier steht noch eine schöne Kunstblume. Kondensvollmilch VEB 1,40 Mark. So Leute, das nächste Highlight quasi, hier ist die Rutsche, hier so ein Transportgerät, wo die Särge hier halt transportiert wurden. Okay, alles klar. Ja, wir laufen jetzt halt jetzt einfach denselben Weg, wie früher die Särge gefahren sind, ne? Oh mein Gott, das ist nicht normal. Zieht euch einfach dieses Gefährt hier nochmal rein, ey. Alter, okay. Holy shit, ey. Oh, ist natürlich erstmal dunkel. Okay, hier ist schon, ja, eigentlich nur Kellerraum. Tja, haben wir halt früher wahrscheinlich die. Ja, hier ist ein Waschbecken. Irgendwie wurden dann wahrscheinlich die Leichen hier, Sekunde, gelagert, balsamiert, keine Ahnung. So, jetzt kommen hier die ultra fetten Kühlkammern. Alter, Alter. Unnormal. Fies, Mann. Kälteaggregat. Steht tatsächlich noch ein Fernseher und ich hoffe, man kann es einigermaßen dank meiner beschissenen Taschenlampe erkennen, weil ich blende dann notfalls ein Foto ein. Da liegt halt echt noch ein Sarg rum, ne? Eieieiei. Hier liegen halt auch noch irgendwelche, weiß ich auch nicht, Leute, Totenkleider oder sowas rum. Eieieiei. Holy moly, ey. So, wie versprochen, jetzt das Highlight, wenn man das Highlight nennen kann, muss ich sagen. Hier steht halt einfach noch dieser Seziertisch rum, Leute. Heilige Mutter Gottes, ey. Ey, das ist der Hammer. Hier ist noch ein Waschbecken, ja, so eine uralte Jacke. Was ist das hier? Testorb. Wäscht und reinigt, okay. Hier irgendwelche, nicht zum Einnehmen. Hier wieder dieser typische Fuß vom Sarg. Hier unten hat echt noch uralte Seife, Leute. Hier ist richtig Schimmel drin. Hier die typischen DDR-Wasserhähne. Desinfektionsmittel, 1000 Gramm. Hier der Stuhl. Schon echt krass, ey. Der vermeintlich. Oh, Alter, oh nein. Der vermeintlich letzte Raum hier. Tja, das war dann hier wohl die Andachtskapelle oder Abschiedskapelle. Ja, hat wieder irgendjemand vertrapiert, irgendwelche. Alter Schwede. Creepige Stuhl hier. Aber halt hier Sperrangel weit offen alles.
Tja, hier nach oben kann man auf keinen Fall gehen, würde ich mal sagen. Wäre jetzt nicht so eine gute Idee. So, hier nochmal den Raum. So, jetzt werde ich mich hier mal in dieser wunderschönen Natur nochmal so ein bisschen umgucken. Es sieht mir halt echt arg nach Friedhof aus, ne, muss ich sagen. Also ich möchte jetzt hier auch keine Totenruhe stören oder so, aber vielleicht findet man ja noch irgendwelche Überbleibsel. Ist eigentlich auch traurig, ne? Dass irgendwie. Also ich habe die Geschichte jetzt nicht im Kopf, muss ich sagen. Ich werde sie definitiv einblenden. Ja, aber dass man hier ist einfach verloren und vergessen. Also irgendwie. Ich meine, hier lagen ja mal Leute anscheinend rum. Naja, rum ist auch das falsche Wort. Aber dass sie so komplett vergessen sind, ist halt schon ein bisschen komisch. Das sind halt echt diese typischen Friedhofspflanzen, die hier stehen. Aber hier ist ja nicht ein einziger Stein mehr, gar nichts. Hä? Verstehe ich ja gar nicht, muss ich sagen. Dass man sowas nicht bewahrt. Also es gibt hier, muss ich dazu sagen, in der Nähe so eine Kriegsgräberstätte. Das gibt's wohl. Da hat auch die Omi da so ein bisschen gepflegt, aber tja, das ist das Einzige, was hier übrig geblieben ist. Das ist echt cool. Ja, das ist total schön hier, muss ich sagen. Wenn man dazu sagen kann, schön. Ruhig, friedlich. Hier liegen halt immer wieder so ein paar. Oh, weiß ich auch nicht, hier verlassen, Hinterlassenschaften. Oh, ich möchte nicht wissen, von wann hier diese Jacke ist, ey. Und diese Pflanzen, die hier stehen, Leute, das sind ja keine normalen Pflanzen, die im Wald stehen. Das sind halt wirklich so Friedhofsgewächse, die man mal so auf dem Friedhof gepflanzt hat früher. Aber ultra schön ruhig hier, muss ich sagen. Wenn ich so Löcher am Boden sehe, finde ich das jetzt gerade gar nicht so gut, muss ich sagen. Hier auch. Hier echt überall Löcher am Boden. Oh Gott, ne. Das ist hier noch so ein ehemaliges Grab versinke hier. Hier auch, hier unten. Nicht, dass hier schon Leute gebuddelt haben oder so. Alter, das wäre ja total creepy, muss ich sagen. Ich glaube mal einfach an die Vernunft der Menschen und denke mir so, nee, da hat keiner gebuddelt. Gut, hier hinten ist glaube ich noch eine Grabstelle, die man irgendwie erkennen kann. Also werde ich das einfach mal mitlaufen. Also das ist jetzt hier nicht vorher ausgekundschaftet, sondern einfach hier so random mal abchecken. Hier ist halt echt noch ein Grab, ne? Also zumindest die Grabsteine. Des riesigen Geländes hier ist so ein bisschen spooky. Hier sind halt überall Wege. Hier übelst die brandenburgische Tundra. Was ist denn das hier? Alter! Hier ist halt alles voller Flechten auf dem Boden. Und halt immer so ein bisschen Wege hier irgendwie. Wisst ihr auch nicht warum? Irgendwie ein bisschen creepy. Boah, hier fliegen jetzt irgendwelche Vögel hoch, ey. Jetzt schon der nächste Weg wieder hier hin. Hä? Also irgendwas war hier mal. Wie gesagt, ich blende ein. Das war nicht nur hier dieses Krematorium. Das hat so irgendwas dazugehört. Also irgendwas, ich weiß es auch nicht. Lazarett oder irgendwie Armee, glaube ich nicht, aber hätte ich mich mal vorher informiert. Hier der typische. Einfach mal losziehen, einfach mal kicken und dann völlig ahnungslos sein hier. Tja, Leute, hier im Brandenburger Wald. Möchte ich wissen, was das ist, oder möchte ich nicht wissen, was das ist? Ich glaube, ich möchte nicht wissen, was das ist. Also Leute, schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ich jetzt hier den Kampfmittelräumdienst hätte rufen müssen oder ob das einfach nur ein Metallteil ist.
Oder irgendeine Sigoni-Granate oder sowas. Spannend, spannend hier. Hier ist auch noch irgendeine komische Hütte. Ich weiß nicht, ob man da hinkommt. Mal gucken. Da hängt irgendein blauer Zettel hier an der Wand. Und hier ist halt einfach diese komische Hütte, Leute. Ich glaube, auch hier möchte ich nicht so wirklich wissen, was das mal war. Aha, aha. Ach nee, Leute. Hier anhand der Blumentöpfe würde ich mal sagen, irgendwas Friedhofsgärtnerei oder sowas wahrscheinlich. Ob ich hier mal in den Schrank gucke. Ja, hier sind halt safe irgendwelche Blumentöpfe. Hier noch ein Schrank. Ja, das wird hier Gartengeräte angehangen worden sein, da oben links. Na, das wird Friedhofsgärtnerei gewesen sein wahrscheinlich. Okay. So, mit der Location im Vordergrund geht es jetzt hier wieder zurück. Mit diesem etwas morbiden Abenteuer. Aber naja, die Geschichte ist ja trotzdem dahinter. Hoffe ich zumindest, wenn, dann habe ich sie ja eingeblendet. Und dann würde ich sagen, vielleicht bei einem etwas lebendigeren Abenteuer. Naja, wobei Lost Places sind ja irgendwie immer so ein bisschen morbide. Dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns beim nächsten Abenteuer wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.